Präzisionsmedizin. Das ist eigentlich ein Begriff, der aus der Onkologie entliehen wurde, Präzisionsonkologie. Aber ich werde Ihnen gleich erzählen, dass das mittlerweile auch in fast alle Teilgebiete der inneren Medizin einfließen kann. Es ist gestartet in der Onkologie. Man weiß schon lange, dass Krebs immer genetische Erkrankung ist. Das heißt, wir haben eine Mutation im Genom und diese Mutation in der Krebsstammzelle, die macht Krebs. Und ein Beispiel, was jede Internistin, jeder Internist aus ihrer und seiner Praxis kennt: Wenn man eine Leukozytose hat, möchte man verstehen, warum hat diese Patientin, dieser Patient eine Leukozytose. Und natürlich, wenn wenig Beschwerden im Sinne eines Infektes vorliegen, dann ist immer die Abklärung, könnte hier eine myeloproliferative Erkrankung vorliegen. Wenn dann früher bei jungen Menschen eine chronische myeloische Leukämie festgestellt wurde durch die klassische zytologische Charakteristik, Basophilie, Eosinophilie, vielleicht Thrombozytose, und dann irgendwann auch in den 80er Jahren die PCR dazu kam, um das BCR-ABL festzustellen, was diese Krankheit verursacht, so kann man heute diese Krankheit, die früher eine mittlere Überlebenswahrscheinlichkeit von 3 bis 4 Jahren hatte, mit einer Tablette zu einer fast normalen Lebenserwartung bringen. Warum? Weil diese Tablette die Kinase-Domäne des krebsverursachenden Proteins BCR-ABL abschaltet und damit die ganze Signalkaskade hemmt. Das ist extrem präzise und es ist für die Patientinnen und Patienten super. Und das ist natürlich ein tolles Beispiel, leider immer noch nicht mit dem Nobelpreis ausgestattet, was eigentlich auf die gesamte Medizin abfärben soll. Tut es das? Die Antwort ist eindeutig ja. Denken Sie zum Beispiel an den Lungenkrebs. Der Lungenkrebs, da ist es heute wichtig, dass in jedem Tumorbeutel, wo Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs behandelt werden, auch festgestellt wird, was für Genetik liegt denn hier in der Lungenkrebszelle vor? Ist da eine EGFR-Mutation? Ach, der Patient ist doch gerade operiert worden. Ja, und wenn eine EGFR-Mutation vorliegt, dann ist heute Standard, dass danach anders behandelt wird, als wenn keine EGFR-Mutation vorliegt. Warum ist das so? Weil kürzlich eine Publikation zeigen konnte, dass mit einem Kinase-Inhibitor, das ist ein anderer natürlich als eben bei der BCR-ABL-positiven Leukämie, nämlich Osimertinib, dass mit diesem Kinase-Inhibitor das Überleben verdoppelt werden kann nach einer Operation. Das heißt, heute ist das genetische Wissen in der Onkologie fundamental wichtig, um die Prognose des Patienten wirklich so zu machen, wie wir es heute machen können. Ja, und färbt das nun ab auf andere Gebiete in der inneren Medizin? Die Antwort ist eindeutig ja. Denken Sie an die CAR T-Cells. Das sind autologe, genmodifizierte T-Zellen, wo wir ein Gentaxi einschleusen, was die T-Zelle eigentlich zu einer anderen Funktion programmiert, nämlich eine Zelle zu attackieren und diese Zelle dann zu zerstören. Das ist zuerst entwickelt worden bei bestimmten Leukämien und Lymphomen. Aber mittlerweile wissen wir, dass diese Zellen auch fantastisch wirken bei ausbehandelten Lupus. Und es gibt ein erstes Paper, dass auch bei Herzinsuffizienz CAR T-Cells extrem wirksam sein könnten. Also diese Beispiele zeigen, Präzisionsmedizin färbt ab auf die gesamte Medizin. Sie kommt zwar aus der Onkologie, aber nein, sie ist wichtig für alles.